Freies Volk des freien Landes, wir stehen in unserem Freiheitskampf schon seit 16 Tagen, also viermal so lang, wie der Feind es eingeplant hat, und zwar gegen eine Armee, die als eine der besten in der Welt galt. Diese Armee hat gehofft, wir werden aufgeben und dass wir die russischen Fahnen mit den Blumen empfangen werden auf unseren Straßen. Aber Ukrainer sind stolze Menschen und werden den Okkupanten nichts preisgeben und nichts von seiner Freiheit. 16 Tage. Ich weiß, das ist schwierig. Viele Menschen sind müde. Dafür habe ich Verständnis, Ungeduld, das verstehe ich auch. Und die Emotionen spielen manchmal mit den Menschen ein böses Spiel. Aber so ist das Leben. Wenn wir uns mobilisieren, wenn wir unsere Erfolge sehen und die Opfer des Feindes, dann wollen wir, dass der Kampf schneller zu Ende geführt wird. Aber das geht nicht so leicht. Wir brauchen Zeit, wir brauchen noch Weisheit, noch Energie und noch Einsatz, damit wir zusammen den Krieg, den Sieg erreichen. Ich kann nicht sagen, wie viel Zeit werden wir für die Befreiung noch brauchen, aber ich kann sagen, das schaffen wir doch. Und die strategische Wende haben wir schon erreicht und jetzt sind wir auf dem Wege zum Sieg. Das ist für uns ein vaterländischer Krieg mit einem hartnäckigen Feind, der Tausende von eigenen Toten gerne ignoriert und in ganzem Land die Grundwehrdienstler sammelt und die Reservisten, damit sie in die Ukraine zu schicken. Der schickt in die Ukraine auch die Kopfjäger aus Syrien, aus einem Land, wo sie genauso die Städte zerstört haben wie bei uns, wie unser Volnovakha, Izum, Kharkiv und andere. So ist das Verhältnis der Russen zu den Ukrainern. So achten sie auf die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine. Sie haben ja immer gesagt von dem Schutz der russischsprachigen in der Ukraine. Und jetzt, was bekommen die ukrainischen russischsprachigen? Panzer und Raketen und jetzt kommen noch dazu die syrischen Kopfjäger, die überhaupt keine Ahnung haben, was für die Menschen hier wohnen, welche Sprachen sie sprechen und zu welcher Kirche sie gehören. Sie kommen einfach, um die Menschen zu töten. In der letzten Nacht haben die Okkupanten die Stadt Kiew ohne Wasserversorgung gelassen. Sie haben die Wasserleitungen zerstört. Hier sind wir dabei, das zu beheben. Ganze Landstriche in anderen ukrainischen Gebieten wie Tschernihiw und Kharkiv sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Das bedeutet alles humanitäre Katastrophe. Zwei Wörter, die ein volles Synonym zu anderen zwei Wörtern steht, Russische Föderation. Gestern haben die Russen wiederum zivile Objekte angegriffen, ein Kinderhaus, ein Wohnblock. Wie konnten sie die Russische Föderation überhaupt bedrohen? Sie haben die Menschen in Kharkiv, in Lutsk, Ivano-Frankivsk wiederum malträtiert mit Raketenbeschüssen. Das bedeutet, die getroffenen Maßnahmen zur Sanktionierung greifen nicht und ich arbeite jetzt daran, unsere Partner zu härteren Sanktionen zu bewegen. Gestern fand ein wichtiges Treffen der Verantwortlichen der Europäischen Union statt. Da gab es lange und schwierige Diskussionen. Wir sind darüber bestens informiert. Wir wissen Bescheid, wer uns unterstützt hat, wer daran setzte, die abstrakte Formulierungen zu
verfassen. Kurz gefasst, wie können wir die Beschlüsse einschätzen? Das ist zu wenig. Das ist nicht das, was wir erwartet haben. Wichtig ist, dass diese Beschlüsse den Stimmungen der europäischen Völker entspricht. Wir wissen ganz genau, und das belegen die Meinungsforscher, dass die Unterstützung für ukrainische Mitgliedschaft liegt mindestens bei 60%. Damit haben wir eine deutliche Mehrheit. Und die europäischen Völker müssen ihren Politiker nochmal erklären, worum es geht. Also die ganze Sache geht jetzt in, auf einer höheren Ebene in die Europäische Kommission und nochmal, die Europäische Union hat für uns die Ukraine mehr tun und damit mehr für sie, für die europäischen Völker. Was haben wir heute noch gemacht? Wir haben heute 12 humanitäre Korridors eingerichtet. Wir beliefern unsere gekesselte Städte mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten und Wasser. Das sind Mykolaiv, Makalev, Fodorovichi, natürlich Mariupol. Ukrainisches Militär hat die Feuerpause gesichert. Die Konvois sind im Kommen und wenn der Feind sie wieder beschießen wird, dann bekommt er solche Sanktionen, dass sie selbst die humanitären Korridore gebrauchen werden. Wir tun alles, um unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft weiterhin mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Benzin und Diesel versorgen. Die Lieferungen laufen. Heute, während der üblichen turnusmäßigen Beratung, wurde ich gefragt, was tun wir mit unserem Aussaat? Sollen wir die Aussaatarbeiten anfangen, insbesondere in den besetzten Landstrichen? Meine Antwort ist ganz einfach. Egal wo, wir müssen in diesem Frühling auf dem ganzen ukrainischen Gebiet die Aussaatkampagne starten. Wie sonst? Natürlich entsprechend der Lage und den Menschen. Ja, so ist das Leben und das ist die wichtigste Voraussetzung für unsere Zukunft und auch für unseren künftigen Sieg. Wir stehen im Freiheitskampf und wir müssen alle, jeder auf seinem Arbeitsplatz das Beste leisten, damit wir das erwünschte Resultat, unseren gemeinsamen Sieg unbedingt erreichen. Wir müssen weiterkämpfen, wir müssen unter Einsatz aller Kräfte. Mit so einem Nachbar wie Russland werden wir es nie leicht haben, aber die Russen werden auch mit uns nicht leicht haben. Slava Ukraine!